3, 2, 1, 12 Uhr. O zapft es. Das gilt seit Samstag in München, obwohl das Oktoberfest wegen der Corona-Pandemie ausfällt und die Infektionszahlen in der bayerischen Landeshauptstadt steigen. Als Alternative laden in gut 50 Gaststätten Wirte zur Wirtshauswiesen mit Wiesenbier, Händel, Haxen und Musik. Bis 4. Oktober soll die Aktion dauern und trotz Corona für etwas Oktoberfeststimmung sorgen. In den Gaststätten gelten die üblichen Corona-Regeln zu Abständen und Masken. Die Vorgaben wurden strikt eingehalten, betonen die Wirte. Die Menschen wollten feiern. Ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen in einem Wirtshaus, kann sich jeder von uns damit anfreunden. Wir würden uns freuen, wenn einfach die Gastronomien und alles wieder aufmachen könnte. Das ist mit Sicherheit nicht bequem, aber es ist bequemer, als wenn wir irgendwo im Bett liegen und krank sind. Wirte, Geschäftsleute und Sicherheitskräfte zogen eine positive Bilanz am 1. Oktoberfest-Ersatzwochenende. Vielerorts waren die Biergärten voll, mancher bekam keinen Platz oder musste warten. Um wilde Partys mit hohem Infektionsrisiko zu verhindern, galt auf der Theresienwiese ein Alkoholverbot. Die Polizei überwachte die Einhaltung mit dutzenden Kräften.